Windkanal simulieren wir die Strömung, wie sie auch auf der Straße zu finden ist. Das heißt, wir haben eine Röhre, einen geschlossenen Kreis, in der ein Gebläse sitzt, das die Luft beschleunigt und dann die Umströmung um das Fahrzeug oder wie heute um den Läufer so darstellt, wie wir es auch auf der Straße finden. Der Nebel hilft uns, die Strömung um das Fahrzeug sichtbar zu machen. Das heißt, es hilft uns, Verwirbelungen zu erkennen, Stellen sichtbar zu machen, an denen die Strömung am Fahrzeug abreißt und diese Stellen dann zu optimieren. Das heißt, je besser, je windschnittiger das Fahrzeug ist, umso besser nachher auch die Reichweite. Ja, bei uns im Profibereich geht es natürlich um Sekunden und Laufen im Windschatten ist bei uns absolut essentiell. Nicht nur um einerseits Kräfte zu sparen, sondern auch um zu Beginn das richtige Tempo sozusagen vorgelaufen zu bekommen. Erwartungstechnisch ist es so, das ist für mich eine Premiere. Ich hoffe natürlich, dass ich heute hier Erkenntnisse mit rausnehmen kann, die mir zeigen, worauf ich zukünftig in Marathonrennen noch drauf achten kann, um möglicherweise noch ein oder zwei Minuten von meiner Bestzeit die zu verbessern. Eine Riesenmotivation ist Windschattenlaufen, weil man das Gefühl hat, man wird ein bisschen mitgezogen. Dementsprechend macht es sehr, sehr viel Sinn, einfach um ein bisschen schneller und motivierter laufen zu gehen. Also ich würde, wenn ich einen Marathon laufe, unbedingt mit Pacemaker laufen. Das ist cool, man hat seinen Laufbuddy mit dabei, der die Pace vorgibt. Heute mal sozusagen wissenschaftlich auch veranschaulicht bekommen, dass natürlich es ein krasser Vorteil ist, wenn man jemanden hat, hinter dem man sich sozusagen wirklich verstecken kann, um einfach im Windschatten auch Kraft zu sparen. War sehr cool. Also außergewöhnliche Bedingungen, aber war eine sehr geile Geschichte. Wenn ihr jemanden habt, der stärker ist, vielleicht fragen, ob ihr euch da ein bisschen im Windschatten mitziehen lassen könnt oder auch sonst abwechseln. Ja? Laufen ist durchaus auch ein Teamsport, also unterstützt euch gegenseitig und wechselt euch zum Beispiel Kilometer für Kilometer ab. Da könnt ihr Kräfte sparen und das Rennen vergeht dann auch wesentlich schneller für euch.